So, dann wollen wir mal. Warte, was? Was soll das heißen? Es ist schon März. Moin, hey, hallo und auch herzlich willkommen zum ersten Teil meines Jahresrückblicks. Ich bin Nevok und heute schauen wir uns die besten Spiele an, die ich 2019 zwar gespielt habe, die aber schon in den Vorjahren rauskamen, genau genommen in diesen hier. Der Pile of Shame muss schließlich auch abgearbeitet werden und in ihm finden sich gerne mal ein paar Diamanten, die ich hier subjektiv in eine grobe Reihenfolge geworfen habe. Die Liste mit den aktuellen Spielen gibt es dann in Kürze auch hier auf dem Kanal. Jetzt geht's aber erstmal in diese Liste der Oldies und Goldies. Lasst gerne auch eure liebsten Highlights, die ihr nach langem Aufschub endlich nachgeholt habt, in den Kommentaren. Und nun viel Spaß! Mit Shadow of War geht die schlitzig-spritzige Ork-Schlachterei auf Herr-der-Ringe-Basis in die nächste Runde. Und nachdem mittlerweile die Mikro- und Makrotransaktionen entschärft wurden und die Preise gepurzelt sind, bin ich auch endlich mal dazu gekommen. Es war dann gut zu wissen, dass das Kampfsystem noch immer denselben spaßigen Rhythmus aus Schleichen, Arkham-Style-Schlachten und den spektakulären Finishern hat, mit denen die Ork-Köpfe wie Eisbergsalat von ihren spinatbefüllten Körpern purzeln. Und auch die Umgebungen bieten ganz ohne Gemüse Analogien, schöne Kulissen für Talions Eroberungszug quer durch Mittelerde, der immer in beeindruckenden Schlachten in den feindlichen Festungen mündet. Ganz so lange wie noch beim ersten Teil konnten mich die Kriegsschatten aber nicht begeistert halten, denn wenn man das Gameplay bereits kennt, wird der Konterfinish, Konterfinish-Loop oder selbst andere Mechaniken wie das Bestienzähmen schneller alt. Und obwohl die Story zum Ende noch einen relativ interessanten Abschluss finden konnte, womit ich nicht die grindgefüllten Shadow Wars meine, waren so einige Szenen mit den relativ oberflächlichen Charakterbeziehungen für mich als Nicht-Herr-der-Ringe-Fan so radikal spannend, dass ich sie zwischendurch gerne mit ein wenig externem Entertainment aufgefrischt habe. Lawyer said, well, we can get a writ of execution where we start seizing and selling his personal property to pay off the debt. I said, that's the one. Es gibt in den offenen Arealen wirklich viel Gedöns zu tun, aber es ist eben immer nur Gedöns. Eine langgestreckte Beschäftigungstherapie, die das künstliche Gefühl einer guten Preis-Leistung erzeugen soll. Wenn man sich an diesem Gedöns nicht zu sehr festbeißt, hat man mit Middle-Earth Shadow of War trotzdem ein gutes Spiel, das mit der Nemesis-Mechanik das bekannte System erweitert und der Welt viel Persönlichkeit gibt und auch in der Kampagne viele tolle Momente lieferte, wenn man auf einem riesigen Graug ein flammendes Drachenmonster verprügelte, das in seiner Freizeit unter auffälligen Decknamen auch noch die God of War-Entwicklung leidet. We'll be right back.
glaube, ich habe seit Portal nicht mehr so viele Gefühle für ein pinkes Quadrat gehabt. Wie Just Shapes and Beats mit wenigen super simplen Figuren eine schöne kleine Geschichte erzählt, ist wirklich beeindruckend. Und genauso simpel ist auch die Steuerung gemacht, die nur ein Analogstick und den Dash-Knopf braucht. Das heißt natürlich noch längst nicht, dass es auch leicht ist. Durch die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade kann man zwar auch so ohne Probleme durch die Levels kommen, aber wenn man wirklich schadensfrei an scharfkantig korrumpierten Blöcken vorbei will, muss man sich schon häufig durch die Songs arbeiten, um alle Attacken und ihre Timings im Kopf zu behalten. Man muss sich aber zum Glück nicht zu ewigen Wiederholungen quälen, denn anders als in vielen anderen Rhythmusspielen hat jedes Lied ein speziell dafür gebautes Level mit vielen verschiedenen Herausforderungen und Effekten. Einige Stages erzählen sogar eigene kleine Geschichten in sich, sei es die langsame Korruption unseres lieben kleinen Viereckfreunds, der nur nach unserer Nähe sucht, oder der Spieler, der sich daran versucht, einen wertvollen Diamanten zu stehlen. Try this on her side, Mister. Und auch nach dem Kampagnenmodus wartet noch einiges, es lassen sich nämlich noch alle Lieder auf die höchste Stufe bringen und damit auch weitere Songs freischalten, bei denen dann wieder echte Highlights und Easter Eggs dabei sind. Und im Multiplayer- und lokalen Partymodus kann man sich dann auch noch mit anderen Spielern messen. Also egal, ob ihr nur durch die wortlose Story dashen wollt oder euren Rhythmus perfektioniert, Just Shapes and Beats liefert es alles und das auch noch quadratisch, praktisch und gut. Save our mother from any alien attack, from vicious giant insects who have once again come back. The EDF deploys. Our soldiers are prepared for any alien threats. The Navy launches ships, the Air Force sends their jets, and nothing can withstand our fixed bayonets. The EDF deploys. EDF. Ha, boy, was für ein gigantisches Insektenfuckfest. Eigentlich ist echt nichts, absolut gar nichts an diesem Spiel wirklich gut. Es sieht aus wie aus der späten PS2-Zeit, die Voicelines wiederholen sich andauernd und überlappen sich gegenseitig, die KI rennt panisch in ihren Tod, die Animationen und Effekte, es ist Käse. Und trotzdem ist es eine absolut einmalige Erfahrung, mit einem Raketenwerfer seinen unendlichen Vorrat von explosiven Geschossen an Hochhäusern voller Riesenameisen zu entladen oder den insektoiden Todesstern als Teil des knapp bekleideten Jetpack-Geschwaders wegzulasern. Natürlich alles nur im Sinne der Aerodynamik. Und die schiere Menge an gigantischen Insekten auf dem Bildschirm lässt auch schon gleich die vorinsektenkriegliche Optik vergessen. EDF ist nicht in der richtigen Liste mit dabei, weil es ein komplett insektuöser Trashhaufen ist, aber genau das ist eben der Grund, wieso ihr es im nächsten Zählen nicht unbeachtet lassen solltet. Die Giant Insects besiegen sich schließlich nicht von allein. Naja, zumindest meistens nicht. Ach, ich bin so froh, dass es dieses Spiel gibt. Meine Wii U wäre nämlich sonst schon längst in den Untiefen des Kellers verschwunden. Und sowieso sind Platinum Spectacle Fighter immer ein guter Grund für schmerzende Daumen. Man kämpft mal wieder als Umbra-Hexe gegen Engel, während Cheshire durch die Welt stolpert, Rodan ein Badass SOB ist und Yugi mit Karten um sich wirft, während man zwischen Inferno, Paradiso und Realwelthu wechselt. Das ist auch so ziemlich alles, was ich von der Story jetzt noch erzählen kann. Wobei, gegen Ende gab es sogar noch eine schöne Moral und es wurde fast schon emotional. Jedenfalls bis das hier kam und ich als lachendes Wrack vor der Wii U lag. Just one time. Call me Daddy.
Oh Gott, manchmal frage ich mich echt, wie viele von den bescheuerten Momenten in Platinum-Spielen eigentlich gewollt sind und wann die Übersetzung einfach nur alles verdreht hat. Aber so oder so liebe ich die Spiele dafür, wie man auch später in dieser Liste nochmal merken wird. Bayonetta 2 ist zwar einfach mehr vom ersten Teil, aber genau das macht es auch toll. Denn auf einem Hölleneinhorn durch die Unterwelt reiten und sich Matrix-Schlachten mit den Lakaien Gottes liefern, kann ich sonst nirgends. Also Bayonetta, meine Switch erwartet dich. Und du willst ihre Joy-Cons doch nicht warten lassen. Ich muss zugeben, dass Superhot hier wohl einen klaren Vorteil hatte, denn es war mein allererster Shooter in VR. Aber genau das hat dann auch für eine ganz besondere Erfahrung gesorgt. Es gibt einfach nichts Vergleichbares dazu, seine Waffen wirklich aus der Umgebung aufzuheben und den Gegnern entgegenzuwerfen, während man in der realen Welt die Wände zerschlägt. Bei Superhot eignet sich auch der Artstyle sehr gut für VR-Action, denn während man in Arkham VR oder Blade & Sorcery bei der realistischen, düsteren Optik mit visuellen Informationen übergossen wird und gleichzeitig in der Dunkelheit rätseln muss, hat man hier seine roten Ziele klar vor Augen und kann sich auch nach schnellen Drehungen und Ausweichmanövern leicht wieder orientieren. Ich wäre nur ganz froh, wenn die creepy Teile der Story nicht da wären, denn Horror ist zwar auch schon auf flachen Bildschirmen nicht so meins, aber in VR kann ich da schon mal den Organspendeausweis ausfüllen. Doch sind wir mal ehrlich, es fühlt sich nichts besser an, als anfliegenden Kugeln mit dem gesamten Körper auszuweichen, sich hinter Tischen zu ducken und mit der rechten Hand um die Ecke zu schießen, während die linke den gläsernen Ampelmännchen eine Axt durch ihre Polygone rammt. Und wenn man sich dann eine Stunde lang durch die Digitalwelt geschossen hat, fühlt man sich gleich auf mehrere Weisen super hot. Seit ich als Kind Polar Express geguckt habe und im Fernsehen Nachtzüge durch die einsame Kälte Russlands gefahren sind, wollte ich ein Spiel, das genau so eine Reise ermöglicht. Draußen heulen die Wölfe und stürmt der Schnee, während drinnen warmes Licht brennt und heißer Kakao verteilt wird. In Farlone Sales von der Schweizer Okomotive gibt es zwar leider keinen Kakao, aber das Feeling in der großen, ruhigen und dennoch feindseligen Welt ist ein ganz ähnliches. Erstmal startet man seine alte Rostlaube nur mit ein paar Basisfunktionen, aber schon bald kommen immer mehr Bereiche dazu und damit steigt auch die Zahl der Aufgaben. Hier muss man wieder neues Material in den Brennofen, da muss der Antrieb aktiviert werden und oh, jetzt noch gegen Wind schnell das Segel einziehen, oh fuck, der Motor überhitzt, ah, Feuer! Auf der Reise wird es jedenfalls nie langweilig und es gibt trotzdem noch genügend ruhige Momente, in denen man entspannt durch die Landschaft schifft und dem Regen dabei zuhört, wie er klappernd gegen unsere Metallwände plästert. In den Rätselsektionen kommt man dann auch nochmal raus und besonders hier fühlt sich das Spiel wirklich sehr wie Playdead's Inside an, mal ganz vom Ende abgesehen.
Es zieht uns 3 Stunden lang durch die graue Welt, die sonst nur von roten Farbtönen und ein wenig blau begleitet wird, wo immer die letzte Energie uns nach vorne treibt, während immer wieder neue kleine Locations oder auch große rostige Bauwerke entdeckt werden. Mit stimmiger Musik und ohne irgendwelche störenden Interfaces bekommt man dann auch wirklich das Gefühl, dass man in einer weiten, einsamen Welt Segel setzt. Ist ein seltsamer Fall. Eigentlich ist es das genaue Gegenteil von EDF, denn während das scheiße ist, würde ich trotzdem empfehlen, es zu kaufen. Rico hingegen ist solide und durchaus kompetent gemacht, aber über einen Test im Xbox Game Pass für 4 Euro sollte man da wahrscheinlich doch nicht hinausgehen. Mit Doppelsprung und Airdash wird das Reisen durch die Wüstenlandschaften und außerirdische Metallkatakomben dynamisch. Sogar das Gunplay, das ja für die Xbox mit einem Controller im Kopf gebaut wurde und voll auf Lock-On basiert, wird durch die verschiedenen Schadenstypen spaßig, besonders wenn man zwischendurch immer wieder Tauziehen mit den Innereien der Maschinen spielen kann. Bei den hübschen Landschaften macht eher der Weitblick in die Skybox einen schicken Eindruck, von vielen Texturen sollte man aber lieber Abstand halten. Und auch die Story, die ich, Disclaimer, nicht durchgespielt habe, weswegen das Spiel auch nur eine Mention ist, hat mich bisher noch nicht vor lauter interessanten Charakteren oder Spannung aus dem Nest geworfen, besonders nicht bei dem teils seltsamen Voice Acting im Deutschen. Man kann die Sprache wohl auch umstellen, aber nur wenn man in den Windows-Menüs die Systemsprache wechselt. Ja, nee, danke. Okay, also sind wir mal ehrlich. Der Grund, weswegen das Spiel wirklich hier als Menschen drin ist, war, dass ich einfach noch eine Ausrede brauchte, um Recos verdammt toll stilisierten E3-Trailer zu zeigen. Also, viel Spaß! Pain that returns as a thought, that the needle in your skin will bring you closer to God. And I watch as your hand turns full circle. Dicht. So verdammt dicht. Und nein, ich bin nicht mit Vampyrs Protagonist Jonathan Reed in eine englische Bar gestolpert, sondern habe mir für mehr als 20 Stunden meinen Weg durch die düsteren Gassen des 1918er Londons gebahnt. Und unholy Jesus, die dichte Atmosphäre in Vampyr ist wirklich hinter jeder rattenverseuchten Hausecke spürbar. Die stimmungsvolle, weiche Beleuchtung und das brutal kratzende Cello verleihen der dauerdunklen Vampirwelt ein super immersives Gefühl. Aber nicht nur die barocken Blutsaugerbaracken machen Vampyr speziell, sondern auch der Fakt, dass jeder einzelne friedliche NPC im Spiel ansprechbar ist und ganz eigene Charakterzüge, Beziehungen und oft auch kleine Quests oder Rätsel hat, die sich im Laufe der Gespräche auftun. The bombs and raids. And all the random violence. Please, sir, this is London, England. We will prevail.
Das heißt aber nicht, dass es nur eine kleine Handvoll Menschen in London gibt. Ganz im Gegenteil, in der zweiten Hälfte des Spiels gab es sogar so viele Charaktere, dass ich schon gar nicht mehr alle genau auseinanderhalten und zuordnen konnte, was aber wohl auch meinem über Monate gestreckten Playthrough zuzuschreiben ist. Trotzdem beleben sie die sicheren Zonen und geben viele Interaktionspunkte im Laufe der Story des Doktors. Vampyr ist das Dark Souls der Vampirspiele. Naja, zumindest hat das Kampfsystem mit schattigen Ausweichmanövern und schnittigen Schwertern ein paar Konzepte aus der Souls-Reihe gezogen. Mit einem vielfältigen Repertoire an Fähigkeiten bekommt das Ganze aber auch noch einen extra Spin und ermöglicht verschiedene Spielstile, ob man nun als Schatten durch die Gassen geistert und Wachen aus der Dunkelheit lieblos um den Hals fällt oder sie mit Blutexplosionen und Metallkeulen so lange zum Matsch zerkloppt, bis sie freiwillig Blut spenden gehen. Dank der kostenlosen Rückerstattung kann man auch im Spielverlauf seine Skills wechseln. Neue XP gibt es dann aus Kämpfen und auch Dialogen. Und wenn es mal einen NPC gibt, der einem einfach zu nervig wird, kann man ihn mit höherem Rang auch einfach für etwas Erfahrung aussaugen, wobei das Blut noch deutlich leckerer wird, wenn man fleißig als Arzt seine Medizin an die krankheitsgeplagten Bürger verteilt, während man durch die atmosphärische Stadt läuft. Das Gelaufe wird nur später im Spiel etwas nervig, denn ohne Schnellreise kann eine Rundreise durch die bereits bekannten Bereiche Londons schon einige Zeit dauern. Wenn man aber vom Spiel immer wieder vor interessante Entscheidungen gestellt wird und sich seinen Weg durch die englischen Pflastersteinstraßen schlägt, schlitzt, schießt und spricht, saugt das Game an der Freizeit wie ein wahrer Vampyr. Man kann mit einem Schwert Dinge zerschneiden. Ich sollte davon eigentlich echt nicht so begeistert sein, aber holy Nanomachines, fühlt es sich gut an, wenn man in Metal Gear Rising Revengeance die feindlichen Soldaten, Hubschrauber oder Wassermelonen in hunderte Stücke teilt. Der hackfleischende, fleischhackende, hackstockende Zerhackstückler! Der hackfleischhassende Zerhacker! Die Kombination aus blitzschnellen Konterattacken und Zeitlupenschnetzelei ist wirklich unglaublich befriedigend. Was sich anfangs nur sehr seltsam anfühlt, ist das rote Warnlicht, mit dem nicht der Moment angezeigt wird, in dem man blocken muss, sondern einfach nur, dass irgendwann in der Zukunft mal ein Angriff kommen wird. Danke Spiel, dachte mir schon fast, dass das rote Licht keine Weihnachtsbaumdeko werden sollte. Anime-Einflüsse gibt es auch einige, sei es der kugelreflektierende Naruto-Lauf oder die Schwert in Schaft und alles explodiert Moment. An lächerlich bescheuerten und überzogen actiongeladenen Szenen mangelt es Metal Gear Rising sowieso nicht. Es gibt die schönen kleinen Situationen, wenn der Hund den USB-Anschluss natürlich erstmal falsch rum einsteckt oder Dr. Raiden erzählt, dass er vielleicht mal für große Ripper gehen sollte. And something I can use to access the lab's main server? Perhaps. But first, you need to take a dump. Wait, what? A dump? Die Story versucht sich zwischendurch auch mal an etwas ernsteren Momenten und behandelt Organ- bzw. Kinderhandel, Korruption und die Bedeutung von Kriegen. Aber wenn es sich dann wieder daran macht, den tieferen Sinn hinter Memes zu ergründen, wurde mein Lachgetriebe gleich wieder zerstört. Memes. The DNA of the soul. Once you're aware of your own memes, you can train yourself to identify and replicate the good ones. And kill the bad ones. Your memes end here.
Zusammen mit den automatisch inbegriffenen Zusatzinhalten, in denen man einige der Bossgegner mit neuen Mechaniken selbst spielen kann, kontert und schlitzt man sich 6-8 Stunden zu Musik, die die Regeln der Natur neu definiert, durch eine Metal Gear Story, die selbst Kojimas Kopfkino zahm wirken lässt. Oh, und man kann Schwarzenegger Trump zu Hackfleisch verarbeiten. Wenn das kein Kaufgrund ist. Fuck this 24/7 Internet spew of trivia and celebrity bullshit! Fuck the media! They'll make America great again! You're batshit insane! Dogs 2 war für mich ein ziemlich leichter Sell, denn Dogswatchen klang eigentlich wie ein echt tolles Gimmick. Hunde anzuschauen ist aber leider keine Hauptbeschäftigung in Ubisofts zweitem Open-World-Hacker-Abenteuer aus 2016, selbst wenn es anders als im baldigen Nachfolger einige niedliche Tierbegleiter zu betrachten gibt. Und auch als Watchdog hat Protagonist Marcus Holloway wohl eher fragwürdige Qualifikationen, wenn man mit ihm fröhlich feiernd eine Spur der Zerstörung im wunderschönen San Francisco hinterlässt. Mit diesem neuen Setting an der US-amerikanischen Westküste wird sehr viel Farbe und Vielfalt in die Spielwelt gebracht. Von Alcatraz über das Regenbogenviertel und dem abgeranzten Elmhurst bis zu Noodle Silicon Valley gibt es so einiges zu erkunden. Und auch die technische Umsetzung ist echt beeindruckend. Wie immer hat Ubisoft bei den volumetrischen Effekten, der Sichtweite und der globalen Beleuchtung reichlich geklotzt und trotzdem noch einige Details in die Straßenzüge gekleckert. Für die reine Erzählung wird man sich das Spiel hingegen wohl nicht besorgen, aber dafür erlebt man mit der erinnerungswürdigen Ragtag-Gruppe viele tolle Abenteuer. Die meisten von ihnen wachsen einem auch wirklich ans Herz, bis auf einen Charakter, den man nur eine halbe Stunde vor seiner Streichung etwas mehr kennenlernt. In den Missionen gibt es dann eine tolle Variation, ob man in Alcatraz einbricht, ein spaciges Actionfilm-Auto klaut, ein Wüstenfestival besucht oder sich die Kontrolle über Zerstörungsroboter von großen Tech-Firmen erhackt. Die Nebenquests verlieren da aber auch zumindest in manchen Fällen nicht den Anschluss, wenn man als Driver San Francisco mit einem diversen Charaktercast und Spezial-Challenges durch die Stadtbezirke rast. What's your name? Will Smith. Let's touch the sky, Will. Great jump! Are you watching? Wenn man dann rammend und schießend durch die Stadt fährt, kann auf den ersten Blick schon mal der Anschein eines notorischen GTA-Klons entstehen. Mal ganz abgesehen davon, dass diese Klondiskussionen sowieso entweder Käse oder Fälle für die Rechtsabteilung sind, liefert Watch Dogs 2 doch im Gameplay noch so einiges mehr. Dieser Mehrwert liegt natürlich im Hacken, aber nicht nur, weil die Sicherheitslücken häufig den Geldbeutel füllen. Die Möglichkeiten, die unser hypersmartes Smartphone eröffnet, sind super beeindruckend und machen die Spielwelt zu einer großen Sandbox. Jedes Fahrzeug kann ferngesteuert werden und so werden Trucks zu XXL-Deckungen oder Gegnerablenkungen gemacht und Gabelstapler als spontane Kletterhilfen genutzt. Mit einer Drohne kann man die Gegend scouten und die Granaten in den Hosentaschen der Gangster zünden. Die großen Umgebungshacks können komplettes Chaos auf den Straßen verursachen oder sogar ganze Bezirke lahmlegen. Oh, und mit meinem neuen Lieblingsfeature kann ich jeden NPC zu einem meistgesuchten Kriminellen machen und ihn von einem SWAT-Team wegtackeln lassen oder ihn als Gangverräter darstellen und einen Straßenkrieg anzetteln. Down.
Vom Hacking abgesehen ist auch das Movement in Watch Dogs 2 ziemlich ansehnlich. Marcus ist scheinbar bei Abstergo ausgebrochen, denn seine Fortbewegung durch die Stadt besteht aus mehr Parkour-Moves als die aktuellen Assassin's Creed-Ableger bieten. Und Gegner mit einer angeseilten Billardkugel zu verprügeln, wird auch nie alt. Mit seiner beeindruckenden Technik, coolen Charakteren, besonderen Missionsmomenten und schier endlosen Herangehensweisen im Gameplay hat Watch Dogs 2 für mich das beste Gesamtpaket geliefert. So, das waren 10 tolle Titel aus den Vorjahren, die ich 2019 vom Backlog gespielt habe. Aber meine Damen und Herren, seien Sie unbesorgt, unser Sendeprogramm wird in Kürze fortgeführt, denn als nächstes werden wir uns meine persönlichen Lieblingsspiele und Highlights aus dem Jahr 2019 anschauen, denn welcher Monat ist bekanntlich noch besser für Jahresrückblicke als März? Genau, der April. Obviously. Also ihr Lieben, bleibt gesund und bleibt dran, denn heute ist nicht alle Tage. Bis dahin und ciao. Some relatable creator says I'll soon be okay. Or when reading poetry and trying to soothe my dismay. And I can lose my insecurities in cute little sayings like, why frown when the sun goes down if you'll wake in the morning? Such nice sounds when the night time creeps while your eyes might weep, but that's just moonlight trying to find nice.